Das bin ich. Nein, das war ich. Wolfgang Fürstner, ein toter Mann im Teich des Olympischen Dorfs von Berlin. Dabei hat alles angefangen wie ein Traum. Mein großer Traum, der zu einem Albtraum wurde. Niemand hat mehr an mich geglaubt. Nach dem Krieg bin ich im Meer der Verlierer untergegangen. Doch jetzt ruft mich Adolf Hitler in seine neue Armee. Als Offizier für eine besondere Mission. Meine Zeit ist gekommen. Wolfgang, was soll denn dieser Aufzug? Ich darf mich der Dame vorstellen. Hauptmann Wolfgang Fürstner. Deutscher Offizier, Träger des Eisernen Kreuzes und Mitglied des Olympischen Komitees. Ganz neu ist er aber nicht mehr, Herr Hauptmann. Wird Zeit, dass da mal wieder was dazukommt. Bitte lies ihn mir noch mal vor, ja? Jawohl. Sehr geehrter Hauptmann Fürstner, mit großer Freude kann ich Ihnen heute Ihre Ernennung zum Kommandanten des künftigen Olympischen Dorfes verkünden. Und so weiter, bla bla bla. Ich bin überzeugt, dass Sie Ihre Aufgabe mit der gewohnten Tatkraft und Zuverlässigkeit erledigen werden. Ihr sehr verbundener Generalmajor von Reichenau. Darüber wird sich besonders der Papa freuen. Meine Frau Leonie war eine von Schlick und keine schlechte Partie. Ihr Vater und die ganze Familie hatten hohe Erwartungen an mich. Sie waren tief enttäuscht, dass nach dem großen Krieg nichts Rechtes aus mir wurde. Dafür engagierte ich mich im Sportverein für Offiziere. Wenigstens dort war ich jemand. Der Sport wurde mein neuer Exerzierplatz. In der Wochenschau sah ich die deutsche Mannschaft auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Los Angeles. Das war 1932. Sie bewunderte ich besonders. Die Fechterin Helene Meyer, die blonde Hee mit ihren schönen Zöpfen. Ich habe die Sportler um diese Reise glühend beneidet. Mein Vorbild aber war Karl Diem, der Chef der deutschen Olympiadelegation. Ein besessener Sportler mit großen Visionen. Auch ein Soldat wie ich. Und als Funktionäre hatten wir uns schätzen gelernt.
Diem organisierte das deutsche Sportwesen wie ein General seine Truppen. Er schaffte, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Karl Diem holte im April 1931 die Olympischen Spiele nach Deutschland. Er überzeugte tatsächlich das Internationale Olympische Komitee, für Berlin zu stimmen. Ein Jahr später reiste er dann mit der deutschen Mannschaft nach Los Angeles, um für uns herauszufinden, wie die Amerikaner so etwas machen. Er kam zurück mit mitreißenden Geschichten vom Olympia der Rekorde. Am meisten hatten ihn die 600 Holzbungalows für die Athleten beeindruckt. Ein olympisches Dorf. Das wollte Diem auch 1936 bei uns in Berlin haben. Nur größer und besser. Dafür hatte er ja begeisterte Funktionäre wie mich. Und einen Draht nach ganz oben. Zu Adolf Hitler. Der erklärte Olympia zur nationalen Aufgabe und gab mir wieder ein Ziel. Wir brachten das ganze Volk auf Trab. Dabei suchten wir auch nach den Olympiasiegern von morgen. Wir wollten echte deutsche Sportler. Unter unserer Flagge sollten nur die antreten, die dazugehörten. Das war auch meine Linie als Chef des Leichtathletikverbandes Berlin-Brandenburg. Keine Juden im deutschen Sport. Eine wie ich, Gretel Bergmann, war von Hitlers Leuten nicht mehr erwünscht. Im April 1933 kündigte mir mein Leichtathletikverein, weil ich Jüdin war. 10 Jahre hatte ich für sie gekämpft. Dabei war noch wenige Wochen vorher alles in bester Ordnung. Ich war die Sportskanone mit den langen Beinen. Alles fiel mir leicht. Mit 17 war ich süddeutsche Hochsprungmeisterin. Und von da an hieß es: Gretel Bergmann, unsere Hoffnung für Olympia. Ich glaubte zu träumen. Aber dann nahmen sie mir das alles weg. Mein Traum zerbrach. Ich wollte nur noch raus und ging zum Studieren nach England. Meine Familie blieb zurück in Deutschland. Endlich war ich wieder wer. In einer Reihe mit Olympiachef Diem und dem Sportgeneral von Reichenau. Sportler sind Soldaten. Das war unsere Losung. Wir organisierten Wehrsportübungen wie den Hindernisparcours oder das Turmspringen in Uniform. Ich selbst war Meister im Handgranatenweitwurf. Das Militär brauchte Sportsoldaten wie mich. Für den Aufbau des olympischen Dorfes. Sportgeneral von Reichenau hatte ein Kasernengelände westlich von Berlin ausgesucht. Und ich sollte alles organisieren. Wer konnte das besser als ich? Ein Soldat und Sportsmann. Aber sag mal, der Dorfkommandant, was macht der eigentlich? Der ist der Chef im Dorf. Und das Dorf ist das Zentrum der Olympischen Spiele. Da schauen alle drauf, sogar der Führer. Sogar der Führer? Ja, und wir mittendrin. Bühne frei für das Kommandantenpaar Fürstner. Meine Frau wollte immer schon mehr. Ihr Vater, Hans-Karl von Schlick, ist ein hohes Tier bei der Marine. Hat mich nie ernst genommen. Jetzt kann ich es ihrer Familie beweisen. Das Olympische Dorf wird für einige Wochen der Mittelpunkt des Reiches sein. Und für uns die Eintrittskarte in die höhere Gesellschaft. Wolfgang?
Ja. Schwör mir eins. Nutze diese Chance. Für uns. Bring uns endlich nach oben, ja? Und wie es aufwärts ging. Die Krise nach dem Weltkrieg schien regelrecht von uns abzufallen. Wir konnten reisen, tanzen, uns lieben und Spaß haben. Wir fühlten uns stark. Ich glaubte wieder an die Zukunft, an meine glückliche Zukunft. Ich lebte immer noch in England, aber meine Familie berichtete mir, wie das Leben in Deutschland für Juden unerträglich wurde. Als mein Vater mal wieder geschäftlich nach London kam, erzählte er mir von Angst und Terror in der Heimat. Ich war fassungslos. Mein Vater, Edwin Bergmann, hatte alles für Deutschland gegeben. Erst als Soldat, dann als Geschäftsmann. Wir waren eine glückliche deutsche Familie. Vorbei. Aber ich war auch Sportlerin. Und natürlich haben mich die Bilder vom Reichssportfeld beeindruckt. Was für ein Riesenkomplex aus Stadien und Prachtbauten. Und das in Berlin. Und da kam mir ein irrer Gedanke. Was, wenn ich trotzdem dort antrete? Für Großbritannien. Und mich an den Nazis räche. Ich stand vor der Aufgabe meines Lebens. Eine Bilderbuchsiedlung für Olympia in Berlin. Ich wurde zum Bauherrn meines eigenen Traums. In Döberitz, nicht weit vom Reichssportfeld, mitten in den Wäldern der Mark, entsteht das Olympische Dorf. Ein Geschenk der deutschen Wehrmacht an die Olympiakämpfer. Ich empfing die Spitzen des Reichs. Reichsminister Dr. Goebbels und Reichswehrminister von Blomberg besichtigen das Olympische Dorf in Döberitz. Wir bauten massive Häuser aus Mauerwerk für die Sportler. Im Auftrag unseres Führers für Frieden und Völkerverständigung. In diesem Dorfe werden die Abordnung der Völker, Erholung und Übungsmöglichkeit für den friedlichen Wettstreit finden. Sie werden aber auch in der Gastfreundschaft der Wehrmacht Geist und Haltung des neuen Deutschlands kennenlernen. Ein Dauergast auf meiner Baustelle war der Olympia-Organisator Karl Diem. Ein olympisches Dorf, gemauert aus Stein und Beton, das gab's noch nie. Fürstner, wir werden allen zeigen, zu was wir imstande sind, hier in Deutschland. Wissen Sie, was das hier wird? Eine Sauna. Von da werden die Sportler direkt in den See springen, vielleicht sogar nackt wie die Finnen. Und sternhagelvoll wie die Finnen. Keine Sorge, das hier ist Militärgelände. Kein Tropfen Alkohol. Meine Soldaten werden Tag und Nacht auf die Sportler aufpassen. Wie die Schießhunde. Bloß nicht, Herr Hauptmann. Wenn die Amerikaner Uniformen sehen, dann reisen sie gleich wieder ab. Aber ganz ohne Wachleute? Da geht's ja drunter und drüber. Wie auch immer, machen Sie keine Kaserne draus. Ein Dorf für den Frieden. Verstehen Sie? Wie sieht denn das aus? Wenn sich an jeder Ecke Soldaten postieren, in einem Gefangenenlager. Mein Hitler, meine Herren! Wolf Heinrich Graf von Helldorf. Vor ihm musste ich mich in Acht nehmen. Er war gerade erst zum Polizeipräsidenten von Berlin ernannt worden. Und ich wusste noch mehr über ihn. Er war ein eisenharter Straßenkämpfer und stand hoch in der Gunst des Führers. Unseren Gegnern aller Schattierungen möchte ich aber heute zurufen, die Reichshauptstadt Berlin
gehört jetzt und für alle Zukunft dem Nationalsozialismus. Mit diesem Mann musste ich mich jetzt herumschlagen. Denn er sollte bei Olympia für Ruhe und Ordnung sorgen. Mir war klar, dass er alles kontrollieren wollte. Auch mich. Herr Polizeipräsident, waren wir verabredet? Gewöhnen Sie sich besser gleich daran, Herr Dorfkommandant. Ich brauche keine Verabredung. Wir sind hier in Berlin. Da hört alles auf mein Kommando. Das hier ist das Olympische Dorf. Und da führe ich die Dienstgeschäfte im Namen der deutschen Wehrmacht. Meine Herren, lassen wir das doch. Wir waren gerade mit einer ganz praktischen Frage beschäftigt. Wie können wir im Olympischen Dorf unauffällig für Ordnung sorgen? Da beordern wir einfach unsere SA hierher. Die Männer ersticken jedenfalls im Keim. Ich weiß, wovon ich spreche. Das kommt nicht in Frage. Keine deutschen Uniformen im Dorf des Friedens. Das ist ja fast wie damals im Krieg. Hinter jedem Schritt lauert eine Falle. Ich muss die Beine einfangen, bevor das hier kippt. Aber meine Herren, wir wollen doch alle dasselbe. Die besten Olympischen Spiele aller Zeiten. Ohne Zwischenfälle. Ich garantiere Ihnen, ich präsentiere Ihnen eine Lösung, mit der wir alle zufrieden sind. Und bedenken Sie, die meisten Sportler sprechen kein Deutsch. Wir brauchen Leute mit Sprachkenntnissen. Sie haben 4 Wochen. Mehr nicht. Herr Hauptmann, sehen Sie zu, dass Sie wieder sauber werden. Das hier hatte übrigens noch keiner vor uns. Eine Sauna für die Sportler. Ich hatte Diems Botschaft verstanden. Wir sollten das Bild eines friedlichen Deutschland zaubern, mit großer Geschichte und gastfreundlichen Menschen. Und Berlin, eine weltoffene Reichshauptstadt mit über 4 Millionen Einwohnern, jung und modern sollte das daherkommen. Nicht kalt und grimmig, wie viele im Ausland fürchteten. Berlin sollte charmant wirken, quirlig, richtig leichtlebig. Kein Olympiagast sollte sich unwohl fühlen. Auch den Ruf des Berliner Nachtlebens sollten wir aufpolieren. Wir versprachen volle Kinos, Kabaretts und Tanzbars. Wie in den goldenen 20ern. Ich hatte verstanden. Es ging nicht darum, über Nacht all unsere Fahnen abzuhängen. Das hätte uns keiner geglaubt. Aber wir konnten doch vorübergehend die anderen Staatsflaggen zu den Hakenkreuzen dazuhängen. Und die Uniformen, die so viel Angst verbreiteten? Auch kein Problem. Solange ihre Träger nett und hilfsbereit waren, das musste Polizeipräsident Helldorf versprechen. Zumindest für die Olympischen Wochen im August 1936. Ich machte mir keine Illusionen mehr über meine verlorene Heimat. In England sah ich immer mehr Flüchtlinge ankommen. Dann las ich in der Zeitung über einen möglichen Olympia-Boykott der Amerikaner. Wegen der Diskriminierung von Juden im deutschen Team. War mein Schicksal vielleicht doch nicht allen egal? In Amerika fiel sogar der Name meines größten Sportidols, Jesse Owens. Er erklärte, wegen der Hetze gegen Neger nicht in Berlin zu starten. Ein Olympia ohne die Amerikaner. Ich gönnte Hitler diese Blamage von ganzem Herzen. Genauso sehr aber fürchtete ich den Boykott. Denn ich hatte in England wie besessen trainiert und die Meisterschaft im Hochsprung gewonnen. Vor den Augen meines stolzen Vaters. Ich nahm Kurs auf Berlin für das britische Olympiateam. Miss Bergman, these belong to her, come from Germany and the famous Polly Club. And she can clear over 5 feet anytime.
Ich wollte unbedingt Gold holen in Berlin. Für Großbritannien. Vor Hitler persönlich. Ich wollte allen zeigen, wie gut eine Jüdin sein kann. Aber mein Traum wurde ein zweites Mal zerstört. Mein Vater sagte mir, dass ich zurück müsse nach Deutschland. Ich sollte für die deutsche Mannschaft herhalten, als ihre Vorzeigejüdin. Ich hatte keine Wahl. Es ging um das Leben meiner Verwandten. Die deutschen Sportführer drohten, ihnen etwas anzutun. So fand ich mich wieder im Land meiner Feinde. Oh, das sieht gut aus, Gretel. Das sieht sehr gut aus. Schneller als gestern. Schau. Löcher, Glasscherben, Pfützen. Das ist doch kein Sportplatz. Das ist ein Straflager. Ich durfte mit der deutschen Mannschaft nicht gemeinsam trainieren, sondern nur allein auf einer alten Anlage für jüdische Kriegsveteranen. Gretel, denk immer an dein Ziel. Ich werd's denen allen zeigen. Gold in Berlin. Das war in England, Papa. Und hier bin ich doch nur der Pappkamerad. Ich bin ihr Pappkamerad. Ich bin Gretel, die Schießbudenfigur zum Abschießen. Nein, 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 nein. Keine von denen springt so hoch wie du. Du kannst es schaffen, Mädchen. Und dann? Mich in Berlin aufs Podest stellen? Brav den Arm heben? Heil Hitler, mein geliebter Führer? Die schlagen mich doch tot. Das bildet sich eine, diese freche Judensau. Ich weiß, Gretel. Anscheinend kannst du nur verlieren, selbst wenn du gewinnst. Sag mal, Mädchen. Denkst du daran, aufzugeben? Nein. Nein. Gold in Berlin. Jetzt erst recht. 1,60 Meter. Ich war Mitglied des Olympischen Komitees. Und das schickte einen Olympiazug auf den Weg. Einen Wanderzirkus aus Lastwagen und Ausstellungszelten. So verbreiteten wir unsere Idee im ganzen Reich. Ein Jahr vor den Spielen. Wir trommelten weiter. In einem Bochumer Stahlwerk ließen wir eine Olympiaglocke gießen. 10 Tonnen schwer. Das Symbol unserer Spiele. Wir sorgten dafür, dass alle in Deutschland die Glocke zu sehen bekamen. Ich war Teil von etwas ganz Großem. Die vielen Volksläufe, die Sportfeste, alles lief nach Plan. Überall sah ich Männer mit Bewertungsbögen, die Talentspäher des Reichssportführers. Die Nominierung des Olympiateams war Chefsache. Diejenige Mannschaft herauszustellen, für das die Olympiade 1936, die im edlen Wettkampf mit allen anderen Nationen sich zu bewähren, zu bestehen und hoffentlich auch zu siegen hat. Und hier im Olympischen Dorf war ich der Chef und stellte meine Mannschaft auf. Genau so, wie ich es dem Polizeipräsidenten versprochen hatte. Gollwitz Ernst, 16, Vater Oberst beim Heer. Junghold Karl, 15, HJ Rottenführer. Alle befüllen sie 2 Sprachen. 2 in jedem Haus, zum Tee kochen, Koffer schleppen und so weiter. Und immer die Augen offen halten, melden, was auffällt. Aha. Da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Und einen Namen haben wir auch schon, den Olympischen Jugendehrendienst.
Das soll jetzt also Ihre Lösung sein. Hier werden über 3000 Ausländer einrücken und Sie präsentieren mir einen Haufen Milchbubis. Wie sollen die denn für Zucht und Ordnung im olympischen Dorf sorgen? Die nicht, aber ihre Eltern. Wir schauen ganz genau hin, wen wir da auswählen. Nehmen wir den. Kommt er Ihnen bekannt vor? Nee. Wieso sollte er? Er ist doch der Sportgeneral. Und stolzer Vater dieses Knaben. Walter von Reichenau wollte ausdrücklich seinen Sohn hierher an die Front schicken. Schau mal einer an. Haben Sie noch mehr von diesem Kaliber? Praktisch alle. Die kommen alle aus Offiziersfamilien aus Berlin und Potsdam. Glauben Sie, die Eltern lassen denen irgendwelche Flausen durchgehen? Jetzt habe ich ihn. Vor einem General hat sogar der Graf Respekt. Von mir als Dorfkommandanten erwartet er das Unmögliche. Die totale Ordnung hinter einer Fassade der Freizügigkeit. Das hier ist meine Antwort. Eine kleine, disziplinierte Armee, die ganz harmlos daherkommt. Und so sieht sie aus. Brave Uniform, dezent, weiß, keine Stiefel, keine Armbinde. Nichts, wovor unsere Sportfreunde Angst haben müssen. Und obendrauf noch ein Olympiaschiffchen. Fertig ist der Jugendehrendienst. Bereit für den Einsatz, Joachim? Jawohl, Herr Hauptmann. Also gut. Einverstanden. Aber ich werde Sie im Auge behalten. Sollte Ihnen diese Aufgabe über den Kopf wachsen, werde ich da sein. Vergessen Sie nicht, das ist meine Stadt. Danke, Herr Polizeipräsident. Aber das wird nicht nötig sein. Ich habe alles im Griff. Ach, übrigens, kennen Sie den? Nach den Spielen werden die Juden zum Würfeln eingeladen. Bei 1 müssen sie die Straße schrubben. Bei 2 Kohlen schippen, bei 3 Steine kloppen, bei 4 Scheißhäuser sauber machen und bei 5 ab ins Lager. Und bei 6? Bei 6 dürfen sie nochmal würfeln. Meine Idee. Ein olympischer Jugendehrendienst. Mit den Besten aus tausenden Bewerbern. In strahlendem Weiß. Mit den olympischen Ringen. Und nicht das kleinste Hakenkreuz. Ich war stolz auf mich. Im Olympischen Komitee hörte ich, wie sich überall die große Sportfamilie in die Vorbereitungen stürzte. Tausende junger Leute auf der ganzen Welt trainierten für den nächsten Sommer in Berlin. Von Italien über Amerika bis nach Japan. In einem Jahr würde ich ein Held sein, wenn nichts dazwischen käme. Ich durfte nur ein paar Mal zur deutschen Mannschaft. Zu Olympia-Lehrgängen im Schwarzwald. Ich war die einzige Jüdin und fühlte mich wie im Zoo. Hier traf ich auf die andere große Hochspringerin, Elfriede Kaun, eine wie aus dem deutschen Bilderbuch. Die Funktionäre sahen in ihr das perfekte Gegenbild von mir. Sie erwarteten von uns, dass wir einander bekämpften. Augenblick noch.
Bist du oder bist du nicht? Bin ich was? Na, was wohl? Die 1,60, du bist schon mal drüber gesprungen, oder? Komm, mach mir nichts vor. Noch nicht, nein. Na, wenn es eine schafft, dann du. Mit den Beinen. Hast du die mal ausgemessen? Quatsch. Wozu? Springen muss ich immer noch selber. Wir werden ja sehen, wer die Bessere ist. In Berlin. Wer sagt denn, dass ich in Berlin dabei bin? Aber wieso denn nicht? Ja, weil... ich bin Jüdin. Na und? Du weißt doch, denen da oben geht's nur um das eine. Gold für Deutschland. Ja, das stimmt. Gold, das ist mein großer Traum. Und meiner. Na dann, bis spätestens in Berlin, ja? Ja. Bis in Berlin. Aber die Zuversicht, die ich im Trainingslager gewonnen hatte, hielt nur ein paar Tage. Dann schlugen mir die Nachrichten vom Nürnberger Parteitag mitten ins Gesicht. Hitlers Regierung ließ neue Rassengesetze verabschieden. Damit wurde der Hass auf uns Juden quasi zum Gesetz erhoben. Im September 1935. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Mit den Rassengesetzen fühlte ich mich endgültig aus der deutschen Gesellschaft ausgestoßen. Stammbaum und Arianachweis wurden jetzt überlebenswichtig. Der Reichskriegsminister hat nach den Nürnberger Gesetzen den Arier-Nachweis für alle Offiziere gefordert. Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Nachweis benötige. Jetzt gibt es Gerüchte um meine Person. Leise Gerüchte, aber sehr unangenehme. Diese intriganten Klatschschreiber. Weißt du, über wen sie sich jetzt das Maul zerreißen? Über uns. Ich bin noch nie so beleidigt worden. Was ist passiert? Ganz zuckersüß über ihren Likörchen fangen diese Offiziersweiber an mit diesem Otto Fürstner. Musikhändler oder was, jedenfalls Jude, vor kurzem nach England abgehauen. Und weißt du was überhaupt? Du bist mit ihm verwandt? Mit einem Juden? Hast du gefragt, wo sie das herhaben? Wolfgang, nein, ich bin aufgestanden und gegangen. Wieso? Anscheinend hat jemand ein Gutachten beim Sachverständigen für Rasseforschung veranlasst, hinter meinem Rücken. Darin soll es einige Unklarheiten geben. Unklarheiten? Und dieser Otto Fürstner, kennst du den? Ja, du auch. Wir waren bei ihm eingeladen vor ein paar Jahren. Ein großer Musikverleger mit Sitz am Tiergarten. Dann stimmt das etwa vielleicht? Nein, alles nur Gerüchte. Ich werde das aufklären. Wozu hat man bedeutende Freunde?
Es ist wahr. Ach, Leonie, das konnte doch keiner ahnen. Und was heißt das schon? Gemeinsam stehen wir das durch. Wie konnte ich dich nur heiraten? Mein Papa hat mich immer gewarnt. Ah, der Herr Papa hat natürlich schon immer alles gewusst. Leonie, ich bin der Dorfkommandant. Und du bist meine Frau. Und ich erwarte von dir, dass du an meiner Seite stehst. Das ist ein Befehl. Ich hoffte auf die Amerikaner und ihre Solidarität. Aber die Nachrichten aus den USA machten mich ratlos. Die einen gingen gegen Hitler auf die Straße. Die anderen machten ihm in Berlin ihre Aufwartung. Das amerikanische Olympiakomitee schwankte hin und her. Mein Held Jesse Owens zog seinen Boykottaufruf zurück. Dann war da noch Helene Meyer, die halbjüdische Fechterin und Berühmtheit. Sie lebte in Amerika und sollte jetzt für Deutschland starten. Für die Boykottgegner der letzte Beweis. Ist doch alles halb so schlimm mit Hitler. Amerika knickte ein. Ich fühlte mich endgültig allein. Ich hatte keine Zeit mehr, dem Gerede um meine jüdische Herkunft nachzugehen. Mit den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen begann unser olympisches Jahr. Ich musste dahin, zusammen mit Karl Diem. Die Winterspiele waren unsere Generalprobe. Alles wollten wir dort testen. Die nagelneuen Sportstätten, begeisternde Wettkämpfe, Spiele zum Anfassen, mit Gästen aus der ganzen Welt. Eine halbe Million. In Garmisch klappte alles wie am Schnürchen. Da waren Diem und ich uns einig. Sogar einen Star hatten wir zu bieten. Sonja Heni, blond und schön, wie gemacht für Olympia. Keine Deutsche, leider. Aber sie sah wenigstens so aus. Und der Führer hatte einen großartigen Auftritt. Wie der gütige Vater einer sportverrückten Familie. Nur eins lief in Bayern nicht wie geplant. Die Sache mit den Juden. Das erinnerte mich wieder an mein eigenes Problem. Denn mein Großvater hatte wohl tatsächlich jüdisches Blut. Eine ungute Sache. Aber das musste ihn ja nichts angehen. Karl Diem brauchte ich für etwas anderes. Leider kam es auch zu Gästebeschwerden aus Garmisch. Die vielen Uniformen, die polternden SA-Trupps. Es soll auch ein paar peinliche Übergriffe gegen Juden gegeben haben. Alles, was unseren Besuchern im olympischen Dorf nicht passieren sollte. Ich brauche Verbündete. Gerade jetzt. Haben Sie die Garmisch-Berichte von der Polizei gelesen? Da gibt es ein paar Punkte. Garmisch war ein voller Erfolg. Vom Boykott spricht kein Mensch mehr. Ich denke, wir brauchen eine klare Führung. Man redet über Sie. Es gibt nichts zu reden. Lieber Himmel. Glauben Sie, ich merke nicht, was Sie für einen Gegenwind kriegen. Die Gesetze von Nürnberg, diese Gerüchte über Ihre Abstammung, das macht die Runde. Sie sagen es. Es sind Gerüchte. Ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Gerüchte zu ersticken. Fürstner, von Soldat zu Soldat, gehen Sie aus der Schusslinie. Das olympische Dorf braucht keinen Eklat und keinen angeschossenen Kommandanten. Sie haben doch einen Adjutanten. Überlassen Sie ihm von jetzt an alle Auftritte. Ich soll mich ducken und schweigen? In ein paar Wochen eröffnen Sie Ihr Dorf. Die Sportler rücken ein, die Spiele beginnen. Das ist wichtiger als Ihre persönliche Bredouille. Regeln Sie das hinterher.
Auf ihn kann ich also auch nicht zählen. Aber es stimmt. Das Olympia-Projekt ist die Chance meines Lebens. Ich muss alles auf mein Dorf setzen. Wenn ich da gewinne, sind alle Verleumdungen vergessen. Keiner redet mehr vom Rassennachweis. Alle nur noch vom Olympiahelden Wolfgang Fürstner. Der Rummel um die Spiele gab mir wieder Auftrieb. Auf unsere Olympiaglocke hatten wir den Satz geschrieben: Ich rufe die Jugend der Welt. Dieses große Versprechen war für viele eine Verheißung. Auch sonst lief alles nach Plan. Alles war pünktlich fertig geworden. Die Anlagen auf dem Reichssportfeld schlugen alle Rekorde. Der Turm für die Olympiaglocke 77 Meter hoch. Das Stadion für 100.000 Zuschauer. Die Schwimmarena allein für 20.000. Insgesamt 50 Kilometer Tribünen. Alles wartete nur noch auf das olympische Feuer. Und auf die Jugend der Welt. Mein olympisches Dorf war bereit für sie. 140 Wohnhäuser mit Duschen, Wasserklosett und Münztelefon. Jedes Haus war benannt nach einer deutschen Stadt. Ich hatte an alles gedacht. Wir hatten ein Speisehaus der Nationen und eine Freiluftbar, natürlich ohne alkoholische Getränke. Alles war malerisch eingebettet inmitten von Hügeln und Wäldern. Aber die größte Attraktion war unser Waldsee. Beim Bau der Blockhaussauna ließ ich mich vom finnischen Experten beraten. Mit Hilfe der Leute vom Berliner Zoo errichteten wir eine richtige Märchenwelt. Ganze Familien von Enten und Schwänen wurden dort ausgesetzt. Sogar ein amtliches deutsches Storchenpaar war mit dabei. Ich wollte einfach alles richtig machen. Niemand sollte mehr an mir zweifeln. Dass die Anlage eine Sensation war, sprach sich herum. Zu unseren Tagen der offenen Tür kamen 400.000 Leute. Förmlich überrannt haben sie uns. Dabei den Rasen zertrampelt und Souvenirs geklaut. Davon haben leider auch meine Vorgesetzten Wind bekommen. Aber mein olympisches Dorf war bereit. In kaum 2 Monaten sollte es losgehen. Und ich residierte in meiner Kommandantenvilla am Waldsee. Was soll das hier werden? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich habe meine Augen überall. Ich habe es nicht gerufen. Schade drum. Wie ich höre, ist Ihnen am Besuchertag so einiges aus dem Ruder gelaufen. War geklaute Aschenbecher, zertrampelte Wiesen. Nichts, was mein Ordnungsdienst nicht im Griff gehabt hätte. Machen Sie nur weiter mit Ihren Milchbubis. Wir richten uns hier jedenfalls mit ein paar Geheimpolizisten ein. Die Gestapo hat hier nichts zu suchen. Im olympischen Dorf hat alleine die deutsche Wehrmacht das Hausrecht. Haben wir in Ihrem Dorf gefunden? Das sind nur Gerüchte. Das glauben auch nur noch Sie. Verschwinden Sie. Ich bin der Kommandant im olympischen Dorf. Es sind schon ganz andere Kommandanten vom Stuhl gefallen.
Hauptmann. Ich machte weiter wie alle anderen. Aber in meine großen Erwartungen mischten sich jetzt dunkle Vorahnungen. Hinter dem prächtigen Fahnenmeer und den Olympiaringen spürte ich eine dumpfe Gefahr lauern. Die Olympiaskulpturen sollten Stärke und Zuversicht verbreiten. Auf mich wirkten sie jetzt kalt und bedrohlich. Dabei war das der Moment der großen Vorfreude. Hunderttausende machten sich auf den Weg nach Berlin. Im Organisationskomitee hörte ich wildeste Fantasien von zig Millionen Besuchern. Die Berliner sollten notfalls ihre Privatwohnungen für sie bereitstellen. Um mich herum begann das größte Fest unserer Zeit. Ich aber bekam meinen Kopf einfach nicht mehr frei. Außer in der bunten Menge auf dem riesigen Reichssportfeld, dort konnte selbst ich meine Scherereien für einen Augenblick vergessen. Ich wusste schon seit Monaten, dass die Olympiamannschaft der USA nach Berlin kommen würde. Sie wollten keinen Boykott, sondern nur das eine, dabei sein. Even before the start, the weightlifting boys have a training spell. They want to be tops among the 22 teams. Sampling the deck track, America's triple champion, Jesse Owens. Just before he sailed for the Olympic Games, track star Jesse Owens, Ohio's athletic wonder, made the following statement. I'm going to try to bring back three crowns, that is in the 100 meters, 200 meters and the broad jump. Ich konnte die Amerikaner ja verstehen. Auch ich wollte unbedingt dabei sein und allen Leuten beweisen, was ich konnte. Wenn schon ein Schwarzer wie Jesse Owens mitmachen durfte, warum dann nicht auch ich, die Jüdin Gretel Bergmann? Die Amerikaner machten mir Hoffnung. Es blieben 2 Wochen bis zur Eröffnung. Ich wartete noch auf meine offizielle Nominierung. Karl Diem hatte sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Den Olympischen Fackellauf. In den Ruinen des griechischen Olympia entzündeten sie feierlich die olympische Flamme. Mehr als 3000 Fackelläufer trugen sie quer durch Europa, durch 7 Länder, 3000 Kilometer weit Richtung Berlin. In dieser Flamme brannte noch immer mein Traum. Er war größer als jede böse Nachrede. Ich war so gut wie am Ziel. Wir feierten die Eröffnung meines olympischen Dorfes. Spickzettel. Brauchen Sie nicht, Herr Hauptmann, solche Reden halten sich von alleine. Kameraden, meine Damen und Herren. Für Sie vielleicht, aber mir passiert das nicht alle Tage, dass ich so ein Führerprojekt einweihe. Es ist ein großer Tag für mich und auch endlich die Gelegenheit, mit dieser ganzen Gerüchteküche aufzuräumen. Reisen Sie zusammen. Ein großer Tag, ja, aber doch nicht nur für Sie, für uns alle.
Wo ist denn überhaupt Ihre Frau, Dorfkommandant? Die ist unpässlich, sozusagen. Verzeihung. Herr Hauptmann, ich soll Ihnen diese Nachricht übergeben. Es ist dringend. Gesetzt. Als Kommandant. Nur noch Stellvertreter. Mit sofortiger Wirkung. Kann nicht sein. Nicht mit der nötigen Energie durchgegriffen. Sie erinnern sich an den Tag der offenen Tür? Die Besuchermassen, die zertrampelten Wiesen, die geklauten Aschenbecher. Vielleicht sollte Ihr Adjutant besser die Rede halten. Da drüben steht er, soll ich ihn holen? Ganz diskret versteht sich. Team weiß es. Mein Adjutant weiß es. Alle wissen es. Die zertrampelten Wiesen sind nur ein Vorwand. Dahinter stecken meine eigenen Leute von der Wehrmacht. Sie wollen mich loswerden. Deswegen diese Degradierung vor versammelter Mannschaft. Und dass sie mir den Posten als stellvertretender Kommandant anbieten, heißt, ich soll mich still und leise verdrücken. Aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Danke, ich schaff das schon. Wollen wir? Kameraden, meine Damen, meine Herren, heute ist ein großer Tag für uns alle. Das Olympische Dorf, ein Projekt des Führers, ist eröffnet. Zu diesem Anlass möchte ich die Dienstgeschäfte an den neuen Kommandanten, Oberst von Gilser, übergeben. Falls sich der ein oder andere wundert, dieser Wechsel ist schon lange mit mir abgesprochen. Ich selbst werde als stellvertretender Kommandant bis zum Ende der Olympischen Spiele auf meinem Posten bleiben. Ein Hoch auf das Olympische Dorf. Heil Hitler! Heil Hitler! So blieb ich auf dem Posten und begrüßte eine Länderdelegation nach der anderen. Jede dieser Ankünfte war ein Triumphzug. Unsere Berliner winkten und jubelten, egal wer da kam. Die Sportler waren begeistert. Dieser Empfang im Deutschen Reich hat sie überwältigt. Und überall diese weiß gekleideten Jungen, die den Gästen die Koffer trugen und sie durch die fremde Stadt lotsten. Mein Jugendehrendienst war ein voller Erfolg. Leider war es nicht mehr ich, sondern der neue Dorfkommandant, der die Mannschaften offiziell empfangen durfte. Als Kommandant des Olympischen Dorfes heiße ich hier am Eingang zu dem Dorf im Namen der Wehrmacht herzlich willkommen. Wir alle haben nur den Wunsch, dass sich in dem Olympischen Dorf recht wohlfühlen und Gelegenheit finden, sich für den schweren Kampf, den sie im Interesse ihres Landes zu bestehen haben, vorbereiten können. Ich, der Stellvertreter, durfte immerhin noch die Schlüssel für die Häuser überreichen. Dabei hörte ich nie auf zu lächeln. Das hatte ich mir fest vorgenommen, bis zum Ende dieser Spiele. So begann der Einzug in mein Dorf des Friedens. Die Sportler aus allen Nationen, aus allen Ländern der Erde, sie haben eben Kaffee getrunken und lauschen jetzt den Weisen des Orchesters. Es ist der Obermusikmeister Tom Forde mit seinen Mannen, die hier allmorgendlich und allmittäglich aufspielen. Musik.
Der größte Moment aber war die Ankunft der Amerikaner. Nach 9 Tagen Schiffsreise und jahrelangen Boykottdrohungen. Ihre Teilnahme war Deutschlands erster großer Sieg. 400 Männer und Frauen, damit war ihre Mannschaft die größte, nach unserer. Ihr Auftritt begeisterte die Berliner restlos. Auf einen freuten wir uns besonders, auf Jesse Owens, den Wunderläufer, egal ob Neger oder nicht. Now, Mr. Owens, how many gold medals do you hope to win? Wie viele Goldmedaillen wollen Sie eigentlich wegschleppen? I hope to emerge with 3 victories, I hope. Also 3 bescheidene Goldmedaillen will Herr Owens mitnehmen. Herr Owens, how do you like the Olympic Village? I think the Olympic Village is one of the 7 wonders of the world. Eines der 7 Weltwunder, sagte nun, das ist ja ein Lob, das wir uns gern anhören. Jesse Owens und die Amerikaner, das war mein glücklichster Moment, die Ankunft des US-Teams in meinem Weltwunder. Im Trainingslager hatte ich davon gehört, dass für uns Sportlerinnen kein eigenes Dorf vorgesehen war, sondern ein Wohnheim auf dem Reichssportfeld in Berlin. Die meisten waren dort schon angekommen, während ich immer noch auf meine offizielle Nominierung warten musste. Ich konnte es kaum erwarten, dort einzuziehen und mich unter die anderen zu mischen. Einmal nicht Außenseiterin sein, sondern mittendrin. Eine, die dazugehört, weil ich die Beste war. Da war ich mir sicher. Ich wollte endlich durch die großartigen Olympiaanlagen spazieren und mich wie die anderen auf meinen Wettkampf vorbereiten. Den Hochsprung der Frauen vor 100.000 Zuschauern. Und vor Adolf Hitler. Davon träumte ich fast jede Nacht. Wo blieb nur diese verdammte Einladung vom Reichssportführer? Bestimmt saß der in seiner Berliner Villa. Er ließ nichts von sich hören. Man hatte uns gesagt, dass er das beste Team von allen haben wollte. Und deshalb würde sich das Nominierungsverfahren so unendlich in die Länge ziehen. Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung. Ich hatte es geschafft. 1,60 Meter. Kurz vor den Spielen bei einem Sportfest habe ich die magische Höhe übersprungen. 1,60 Meter. Keine war besser als ich. An mir führte kein Weg vorbei. Ist es mitgestoppt? Sag, wo ist das nicht gestoppt? Ich war so schnell wie noch nie. Ich versuche jetzt die 1,62. Gretel, schau mal. Das lag heute früh für dich in der Post. Vom Leichtathletikamt. Lass dir wieder nach Berlin. Der Reichssportführer hat es nicht vermocht, sie in die Mannschaft, die in Deutschland in der Zeit vom 1. bis 9. August im Olympiastadion vertreten wird, einzureihen. Sie werden aufgrund der in letzter Zeit gezeigten Leistung wohl selbst nicht mit einer Aufstellung gerechnet haben. Was für Schweine. Und die 1,60? Hat er die gar nicht mitgekriegt? Vielleicht hat unser Verband das nicht weitergeleitet. Papa, hör auf! Natürlich wissen die das! Die wollten mich doch von Anfang an nie dabei haben, nie! Ein Stehplatz im Olympiastadion, das bitten sie mir jetzt noch an. Ja, Heil Hitler!
Was mache ich hier bloß? Wäre ich einfach in England geblieben. August 1936. Die olympische Flamme traf in Berlin ein, am Tag der Eröffnung der Spiele. Die letzten Wochen hatte ich mit sehr gemischten Gefühlen zugebracht, aber diesen Augenblick wollte ich genießen, wie die anderen in der Stadt. Auf die Minute pünktlich kam der Fackelläufer an, die Via Triumphalis entlang und weiter zum Reichssportfeld. Am frühen Nachmittag öffnete das Olympiastadion seine Tore. 100.000 Zuschauer strömten auf ihre Plätze. Mein Traum von Olympia wurde also Wirklichkeit. Das Gezerre um meine Person, die Streitereien mit meiner Frau, alles schien auf einmal weit weg. Zehntausende drängten zur Siegesallee. Sie trieb dieselbe Sehnsucht wie mich, Teil von etwas Großem zu sein. Dafür stand der Führer. Mit dem Führer kam auch Karl Diem ins Stadion. Das kleine Mädchen, das war Diems Tochter. Sie ließ den großen Staatsmann auf einmal ganz menschlich erscheinen. Das hatte Diem wieder mal schlau eingefädelt. Überhaupt waren jeder Glockenschlag und jede Geste perfekt inszeniert an diesem Tag. Aber nichts bewegte mich so sehr wie der Einmarsch der Nationen. Mir schien, als würden sich alle vor uns verneigen. Am Ende standen oben 100.000 Zuschauer und da unten 5.000 Sportler. Sie erwarteten den, auf den das alles zugeschnitten war. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Nach den Worten des Führers stiegen die Tauben auf. Sie sollten an die olympische Friedensbotschaft erinnern. Ich konnte wieder daran glauben, an diesen perfekten Tag. Ich war von allem ausgeschlossen. Ich musste von draußen zusehen. Sie brachten mich um die schönste Zeit meines Lebens. Ich spürte jetzt nur noch brennenden Hass. Wochenschau und Presse feierten ihren Olympiaführer, der jeden Tag im Stadion war. Ein Führer zum Anfassen. So sollte das aussehen. Und sie feierten noch einen. Jesse Owens. Was für ein Triumph, dass gerade er der Liebling der Zuschauer wurde. Ich bejubelte jede seiner Goldmedaillen. Ein Lichtblick in diesem Schmierentheater. Nach seinem Sieg im Weitsprung zeigten er und sein deutscher Konkurrent die größte Geste dieser Spiele. Schwarz und weiß, Arm in Arm, vor den Augen des Führers. So hatte der die Völkerverständigung sicher nicht gemeint. Im olympischen Dorf war das Miteinander ausdrücklich erwünscht. Dazu mussten wir die Männer nicht lange bitten. Auch meine Jungs vom Ehrendienst ließen sich davon anstecken.
So etwas hier zu erleben, passte einfach wunderbar zu meinem Traum vom Dorf des Friedens. Dann aber kam etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Ein anonymer Brief, adressiert an Jesse Owens. Ein Aufruf zum Protest bei unseren Spielen und gegen uns. Herr Hitler, Herr Generalsekretär. Anonym. Haben meine Leute abgefangen in der Postbude des Olympischen Dorfes. Abgefangen? Einfach so? Das ist ein privater Brief an einen Athleten? Nichts ist hier privat. Halten Sie jetzt bitte mal raus. Hauptmann, hier geht es um mehr als Ihr Dorf. So ist es. Hier handelt es sich um einen feigen Anschlag auf die Olympischen Spiele. Der Owens soll bei der nächsten Siegerehrung protestieren. Gegen Deutschland, gegen die Behandlung der Juden und so weiter. Ein Zeichen setzen vor den Augen der Welt. So ungefähr heißt es in den Schreiben da. Vor den Augen des Führers. Entsetzlich. Sie müssen das hier unter Verschluss halten. Kein Wort zu irgendjemand. Ja, mir müssen Sie das nicht sagen. Aber unserem ehemaligen Dorfvorsteher da anscheinend schon. Sie verlassen. So ist es wohl. In meinem eigenen Traum, wenn ich nur noch ein kleiner Statist. Ich hatte längst keine Zweifel mehr, dass Graf von Helldorff die Stadt sauber hielt. So waren zum Beispiel alle Zigeuner aus dem Straßenbild verschwunden. Wie ich hörte, hatte er sie in ein Lager am Stadtrand sperren lassen. Dazu kamen die Nachrichten von einem neuen Barackenlager draußen vor der Stadt in einem Ort namens Sachsenhausen, die Kehrseite der Olympiafassade, die ich längst am eigenen Leib spürte. Mitten in Berlin war davon nichts zu merken. Niemand konnte sich der fröhlichen Stimmung entziehen. Das half mir zu hoffen, dass vielleicht doch alles gut ausgehen würde und dass ich immer noch ein Teil des Ganzen war. Am meisten überraschten mich unsere Berliner. Ihre ewige Schnoddrigkeit war wie weggewischt. Die Partei hatte ihnen Freundlichkeit und Offenheit befohlen. Sie gehorchten aufs Wort. Abends ging es in Vergnügungsschuppen, die ich noch nie von innen gesehen hatte. Hier traf man sich wieder. Der australische Sportler, die italienische Diva, der deutsche Uniformträger. Unser Olympia-Hit Nummer 1 wurde der amerikanische Swing-Song Goody Goody. Oh, you met someone who set you back on your way. Goody Goody. So you met someone and all you know how it goes. Goody Goody. So you gave him your heart too. Just as I gave mine to you. And a broken little piece. Now how do you do? So you lie away just singing the blues all night. Auch das Fernsehen übertrug bei den Spielen in Berlin zum ersten Mal direkt. Ich sah das als eine Chance, unser olympisches Dorf noch größer rauszubringen. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen
in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Im Olympischen Dorf hatten wir eine Fernsehstube einrichten lassen, damit die Sportler alle Olympiaberichte verfolgen konnten. Und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiele teilzunehmen. Der Bilddienst lädt Sie heute ein zu einem Streifzug durch das Olympische Dorf. Und auch Sie, meine Damen, können heute mit von der Partie sein, sonst gab es das nicht. Hier sehen Sie es, Frauen hinter Gittern. Und nun durch das Tor, vorbei am Pförtner. Und schon hier ein paar Aktive, ein Türke, ein Bulgare und der argentinische Boxer Lovel. Und nun sind wir drin. Auf dem viel gelästerten märkischen Sand ist ein kleines Paradies entstanden. Die deutsche Wehrmacht hat es erbaut. Alle wurden hier erwähnt. Die Wehrmacht, die Frauen, die Boxer, nur ich, der Schöpfer des Dorfes, nicht. Ich war inzwischen kleiner als der kleinste Wachsoldat. Eine Fernsehstube. Aber um darüber etwas zu erfahren, wenden wir uns an den Soldaten, der hier steht und eine weiße Armbinde trägt. Waren Sie eigentlich einmal drin hier in der Fernsehstube? Ich war schon mal hier drin und es ist immer ein sehr starker Andrang in der Fernsehstube. Auch die ausländischen Sportler? Jawohl, sämtliche internationalen Sportler sehen sich dieses Fernsehen gerne an. Ich war nicht mehr gefragt. Meine Frau Leonie sprach gar nicht mehr mit mir. Was würde aus mir werden nach dem Ende der Spiele? Ich selbst habe die gesamte Verantwortung an den neuen Dorfkommandanten von Gilser abgegeben. Ich soll noch ein paar Tage den Schattenmann spielen. Je länger dieser Affenzirkus lief, desto mehr widerte mich das alles an. In den Kinoberichten konnte ich sehen, wer alles in Berlin vortanzte. Prominente, Schauspieler und Sportidole. Keiner wollte abseits stehen bei dem Spektakel. Alle strampelten um einen Platz an der Sonne. Hitler machte die Spiele zu seiner großen Bühne. Und die Berliner Goldfasane lagen ihm zu Füßen. Gleichzeitig gab es Gerüchte von Kriegsplänen des Führers. Erst vor ein paar Tagen wurden Soldaten aus der Kaserne direkt nebenan in den spanischen Bürgerkrieg beordert, während ich im Dorf des Friedens gegen mein Unglück ankämpfte. Aber was war schon das Schicksal eines Hauptmann Fürstner gegen diese olympische Leistungsschau? Jeder Wettbewerb wurde exakt vermessen und bewertet und sollte zeigen, dass alles in Deutschland mit rechten Dingen zuging. Fair und neutral. In jedem Bericht sah ich die gleichen Bilder. Spätestens auf dem Siegerpodest hob jeder Deutsche den Arm und schlug mir damit ins Gesicht. Die einzige verbliebene Vorzeigejüdin war die Fechterin Helene Meyer. Sie gewann die Silbermedaille für Deutschland. Als ich das Bild von ihrer Siegerehrung sah, wollte ich brüllen vor Wut. Mich hatten sie rausgeschmissen. Trotzdem war ich noch in Deutschland und verfolgte diese Spiele. Am 9. August war der Hochsprung der Frauen. Mein Wettkampf. Und alle fieberten mit Elfriede Kaun.
Sie haben mir diese Spiele gestohlen. Es wären meine geworden, mit einer Goldmedaille. Ganz bestimmt. Es springt die Kanadierin Bell. Dorothy Odom, England. Chak, Ungarn. Sprunghöhe 1,55 Meter. Elfriede Kaun, Deutschland. Elfriede hätte ich den Sieg gegönnt. Aber nicht diesem verfluchten Land. Kaun, Odom und Chak liegen noch im Wettbewerb. Die Latte liegt auf 1,60 Meter. 1,60 Meter. Meine Höhe. Der erste Versuch von Elfriede Kaun. Gerissen. Chak, Ungarn. Letzter Versuch der Deutschen. Über die Goldmedaille entschied am Ende ein Stechen. Dafür hasste ich sie alle am meisten, dass ich ihnen nicht beweisen durfte, dass ein jüdisches Mädchen die Beste war. Meine letzte Hoffnung waren noch einmal die Amerikaner. In ihrer 100-Meter-Staffel standen zwei jüdische Läufer. Sie mussten unsere Ehre retten. Aber kurz vor dem Start wurden die beiden ausgewechselt. Einfach so, gegen Jesse Owens und einen anderen. Ich fühlte mich noch einmal verraten. Und diesmal von den Amerikanern. Aber vielleicht nutzte Owens diese Chance zu einem Protest gegen diesen ganzen Wahnsinn. Irgendein Signal. Darum habe ich während der ganzen Radioübertragung gefleht. Am Ende war die US-Staffel haushoch überlegen. Jesse Owens holte sein 4. Gold. Und niemand hat gegen irgendetwas protestiert. So gingen für mich diese Spiele zu Ende. Die Nazis hatten auf ganzer Linie gesiegt. Am 16. August war die Schlussfeier. Noch einmal strömten 100.000 auf die Ränge und feierten ihr Olympia der Rekorde. Sie hatten alle Ziele erreicht. Mehr Zuschauer, mehr Teilnehmer, mehr Wettbewerbe. Die deutsche Mannschaft stand mit 89 Medaillen auf Platz 1. Zum letzten Mal hörte ich die Schläge der Olympiaglocke.
Dann sahen wir die Gäste aus Berlin abreisen. Die meisten gingen mit dem Gefühl, bei einem Jahrhundertereignis dabei gewesen zu sein. Meine Zeit im Olympischen Dorf war abgelaufen. Alle waren begeistert. Deutsche wie Ausländer. Irgendjemand sagte sogar zu mir, wenn doch die Welt überall so sein könnte wie hier. Wonderful competition here, wonderful stadium and a wonderful crowd. And the days have been very nice. And the people here in Germany have been very nice to me. And I'm very glad to display my talent here. Thank you. Ich konnte wieder stolz auf mich sein. Ich hatte es allen gezeigt und durchgehalten bis zum Schluss. Gegen alle Anfeindungen. Ich hatte den Auftrag des Führers erfüllt. Der Moment war gekommen, das Blatt zu wenden. Zu meinen Gunsten. Der Glanz unserer Berliner Spiele hat alle überwältigt. Der große Sieger heißt Deutschland. Und das Olympische Dorf, wie hat Jesse Owens gesagt, ein Weltwunder. Und der Führer meinte, das schönste Dorf der Welt. Und die haben sie mir verliehen. Danke, Joachim. Heute können wir uns alle feiern. Hier, das ist es. Sieht doch fast aus wie eine goldene, hä? Geht immer aus der Schusslinie. Mehr ins Licht, Elfriede. Ja, so. Ich musste wissen, wo ich stand. Was sie von mir dachten. Wer von ihnen noch an meiner Seite war. Leonie wollte wie immer nach oben, aber nicht mehr mit mir. Ich kenne Sie, Sie sind doch dieser berühmte Sportgeneral. Aber haben Sie sonst nicht so ein Dings im Auge? Ausgerechnet mit dem Adjutanten. Frau Fürstner. Ehemalige Fürstner, wie man hört, will sich wohl scheiden lassen. Wenn nur nicht sentimental werden. Wer will schon jüdisch versippt sein? Meine Herren, auf unsere Olympischen Spiele. Zum Wohl. Unsere Spiele, nicht Ihre. Prost, Herr Generalsekretär. Danke, Herr Hauptmann. Das war's. Ich gehöre nicht mehr dazu. Es bleibt für mich nichts mehr zu tun. Oder doch? Eine letzte Aufgabe wäre da noch. Die kann kein anderer erfüllen. Nur ich selbst. Herr Hauptmann, Sie wollen schon gehen? Ist nicht mein Abend. Herr Hauptmann, danke, dass Sie mich ausgewählt haben, obwohl ich kein Offizierssohn bin. Danke, dass ich dabei sein konnte, mitmachen durfte. Danke für alles. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Gern geschehen. Mach's gut, Joachim. Der kleine Fleck in meinem Stammbaum war inzwischen größer geworden als ich selbst. Musik.
Mein Traum war ausgeträumt. Jetzt wissen Sie, wie ich in diesen Teich gekommen bin. Und die anderen? Ausgerechnet Graf Helldorf, den ich so fürchten gelernt hatte, stand 1944 vor dem Volksgerichtshof als Verschwörer gegen Hitler. Sie haben ihn am Fleischerhacken aufgehängt. Mein altes Vorbild Karl Diem machte da weiter, wo er aufgehört hatte. Er starb 1962 als gefeierter Sportvisionär in Köln. Und meine Frau Leonie? Sie hat tatsächlich meinen Adjutanten geheiratet. Aber auch diese Ehe ging in die Brüche. Elfriede Kaun wurde Kindergärtnerin. Wir sind uns viel später wieder begegnet. Ich habe nie vergessen, wie sie mir damals zugesprochen hat. Ich selbst ging ein Jahr nach den Spielen nach Amerika, heiratete und wurde noch einmal Meisterin im Hochsprung. Ich habe sie alle überlebt. When skies are cloudy and gray, they're only gray for a day. Und ich, Wolfgang Fürstner? Ich habe zusehen müssen, wie sich alles, woran ich geglaubt und wofür ich gelebt habe, gegen mich richtete. Nach den Spielen von Berlin war für mich kein Platz mehr in dieser Welt. Mein olympisches Dorf ist stehen geblieben. Castles may tumble, but fate after all, life's really funny that way. No use to grumble, just smile as they fall. Weren't you just keen for a day, say? Just remember that sunshine.